schönsten Gastro-Tipps aus Darmstadt werden Ihnen präsentiert von der Darmstädter Privatbrauerei. Die Brauerei mit Pfiff. Hallo und herzlich willkommen zu Rhein-Main-Szene. Diese Woche sind wir in Darmstadt unterwegs und zeigen euch die urigsten Restaurants. Angefangen mit dem Einsiedel. Das Einsiedel ist ein bisschen weiter weg von Darmstadt, aber der Anfahrtweg lohnt sich allemal. Außerhalb von Darmstadt, im schönen Wald, liegt das im November unter neuer Leitung eröffnete Einsiedelrestaurant. Hier erwartet den Gast nicht nur eine gemütliche Wohnzimmeratmosphäre. Das Besondere am Einsiedel ist halt einfach das Ambiente auch, ja, und die ganze Umgebung auch. Es ist halt vom ganzen Umland ist es halt wahnsinnig schön. Wir haben eine schöne Terrasse auch, die jetzt dann auch gemacht wird, die ist sehr schön. Und ja, die Speisen sind halt sehr gut auch, ja, die werden jeden Tag frisch gekocht. Gekocht wird auf höchstem Niveau mit interessanten Variationen. Ich mache das immer so jahreszeitenabhängig auch und ich wechsle die Karte immer alle 5 bis 6 Wochen. Und davon gibt es dann 4 oder 5 Vorspeisen. Jetzt zum Beispiel haben wir drauf Butterbrot von Aubergine mit gebratenen Scampis. Und dann haben wir noch drauf Wachtelbrust und Keule auf Birnenkonfit mit ein bisschen Salat. Und dann als Hauptgang haben wir Kalbsfilet auf Chorizo-Gemüse mit einem Kartoffelspieß. Eine interessante Speisekarte, von der die Stammgäste schon ihre Lieblingsspeisen zitieren können. Also es ging los mit Thunfisch, marinierter Thunfisch. Dann hatte ich Gröstl. Gottfried ist Österreicher, der Koch, vom Oktopus. Meine Freundin hatte das Trüffelrisotto und davor den Tafelspitz. Oh, ich habe ganz viele Lieblingsgerichte und zwar alles diese kleinen Vorspeisen und Zwischengänge. Das esse ich am allerliebsten. Im Sommer lädt dann auch die große Außenterrasse zum Verweilen ein. Liebe Zuschauer, es wird jetzt auch wirklich Zeit, dass der Sommer endlich kommt. Und ich probiere jetzt auch mal ein leckeres Gericht hier vom Einsiedel. Und für euch geht's weiter zum City Braustübel in die Stadtmitte von Darmstadt. In der Fußgängerzone Darmstadts, unterhalb der runden Kirche, befindet sich das urig gemütliche Lokal City Braustübel. Die Küche hat durchgehend von 11 bis 24 Uhr geöffnet. Eine Speisekarte, die aus deutsch-österreichischen Spezialitäten zusammengestellt ist, verwöhnt hier den Gaumen. Ich denke mal, das sind hauptsächlich unsere Speisen. Als Brauereiausschank bietet man natürlich auch die entsprechende Küche dazu. Das heißt, regionale Spezialitäten zum einen, aber natürlich auch die gepflegte bayerische Wirtshausküche. Das fängt an beim Leberkäse, Weißwürste, Schweinebraten klassisch, geht über ein Schnitzel Wiener Art, aber natürlich auch ein schönes Steak oder auch was Leichteres, einen schönen Salat zum Beispiel. Also wirklich so ein bisschen gemischt, das Ganze, das für jeden was dabei ist. Passend zur deftigen Küche wird hier eine große Auswahl an Bieren gereicht. 5 davon werden kellerfrisch gezapft. Wobei das Bier nicht nur zum Trinken da ist. Das sind momentan unsere speziellen Aktionswochen in Zusammenarbeit mit der Darmstädter Brauerei. Das heißt, wir wollen mal neue Wege gehen. Bier ist nicht nur zum Trinken da, sondern mit Bier kann man auch kochen. Und da wollen wir mal da wieder Akzente setzen diesbezüglich und unsere Gäste mit der einen oder anderen gekochten Bierspezialität überraschen. Ich finde die ganze Stimmung ganz cool und Atmosphäre und ja, deswegen. Ja, weil es hier schön ist, weil das Bier gut schmeckt und weil das Essen gut ist, deswegen komme ich gerne her.
Hier im City-Braustübel gibt es sogar ein Eis, das aus Bier gemacht wird, beziehungsweise ein Märzenbier. Und während ich das mal probiere, könnt ihr euch ja schon mal im Jagdhofkeller umschauen. Der Jagdhofkeller und das Restaurant Belleville. Das Restaurant verfügt über gemütliche kleine Tischgruppen, wo man in angenehmer Atmosphäre die französischen Köstlichkeiten probieren kann. Ein paar Stufen tiefer diente der Jagdhofkeller damals dem Landgrafen als Kühlraum für gefangenes Wild und wird heute für verschiedenste Events genutzt. Das ist vor 30 Jahren umgestaltet worden als Veranstaltungskeller. Es ist einer der berühmtesten, bekanntesten und auch schönsten Jazzkeller hier in der ganzen Rhein-Main-Gebiet. Aber wir machen nicht nur Jazz, wir machen Rock, wir machen Chansons, wir machen Comedy, wie wir heute Abend sehen mit Nightwash. Wir machen viele andere schöne Sachen, haben fast jedes Wochenende Veranstaltungen hier unten. Und es ist auch ein idealer Keller für Hochzeitsgesellschaft und für Firmen-Events. Natürlich gibt es zu jeder Vorstellung auch etwas zum Knabbern. Von hausgemachten Frikadellen bis zur Quiche Lorraine. Und dazu eine große Auswahl an Darmstädter Bier. Dieses Jahr macht das beliebte, im Kölner Waschsalon gegründete Comedy-Format Nightwash fünfmal im Jagdhofkeller Halt. Ein Event, das wohl einmalig ist. Jeder Comedian ist anders, jede Show ist anders, jeder Moderator, der ist. Wir haben 7 bis 8 Moderatoren, die wechseln von Clubs zu Clubs. Und jede Sendung, jede Show ist einfach anders. Und wo kriegt man schon für eine Eintrittskarte 5 Künstler? Also das ist schon was ganz Besonderes. Während man locker auf Bierbänken sitzt und sein Getränk in der Hand hält, kann man dem Treiben auf der Bühne entspannt zusehen. So kam die schon auf mich zu, ne? Das ist ja schon mal so. Marius, du als Farbiger, ist das nicht manchmal ganz schön schwer? Ich will ganz ehrlich sein, ich war knallhart zu dir und hab gesagt, jetzt pass mal auf, nö. Ich meine, was das Fernsehen betrifft, sind wir Schweizer sowieso ganz weit vorne. 2 Sender. Wir haben sagenhafte 2 Sender, hm? SF1 und SF2. Gut, dass die durchnummeriert wurden, ne? Bei uns wird auch gezappt. Zück, fertig. Am 13.05. ist Nightwash wieder zu Besuch in Darmstadt. Aber auch so lädt der Jagdhofkeller zum Verweilen ein. Weitere Veranstaltungen findet ihr unter www.jagdhofkeller.de. Schaut auch einfach mal vorbei.